Weiter geht's mit Transistor und wir stehen am Kartenverkauf für geplante Shows. Insgesamt 48 Stück. What's the good word? Gucken wir mal, was es hier gibt. Wir haben Schlagzeilen gemacht. Vorfall im Empty Set. Einmeldung. Die beliebte Open-Air-Location in Goldwalk ist evakuiert worden. Das hatten wir mitgekriegt. Kurznachrichten. Gestern Nacht erhielt der... Dass der auch jedes Mal mir ins Wort fallen muss. Ich sollte mir merken, dass der alles kommentiert. So wie ich. Ach ja. Co-Kommentator. Gestern Nacht erhielt der OVC gegen 1.17 Uhr, nachdem alle Live-Auftritte planmäßig geendet hatten, mehrere voneinander unabhängige Berichte über verdächtige Aktivitäten im renommierten Konzertpavillon. Die Behörden prüfen noch Berichte, wonach mindestens zwei Personen schwer verletzt wurden. Einer davon ist möglicherweise Red, der Hauptact des Abends. Mehr dazu in Kürze. Also, immerhin erfahren wir jetzt schon mal, dass Red, als er angegriffen wurde, im Konzertpavillon war. Weil wir haben ja erst ins Spiel sind wir eingestiegen, als er ja schon da draußen war und also außerhalb von diesem Empty Set und das Schwert in irgendwie ein Stecken hatte. Und wir können auch hier wieder einen Kommentar posten, das finde ich toll. Suchte immer noch nach den... Versuche immer noch. Immer noch hier, keine Sorge. Red, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich finde sonst immer erst das Tipp, dann wieder löscht. Ich nicht durch. So, ich werde gerade kurz mal speichern. Sicher, sicher. Kann ich das jetzt eigentlich... Könnte ich das Teil theoretisch wieder benutzen? Nein. Ich muss schon zum nächsten Zugangspunkt. Das ist okay. Schaffen wir auch so. Dann sehe ich nochmal so ein Terminal. Und da sind wir jetzt beim Empty Set. Ja, jetzt könnte ich mal überlegen, ob ich das wieder ändere. Jetzt darf ich da, oder? Jupp. Ich kann das natürlich auch mal suchen, ausprobieren. Was würde das denn bedeuten? Ich muss mal gerade gucken. Von Bounce der aktive Slot-Effekt ist, das durchdringt Ziel auf große Entfernung und auf dem Upgrade-Slot beschleunigt es die meisten Funktionen. Es hat zwar dann auch eine bessere Reichweite. Ich weiß halt noch nicht, wie dieses... Ach nee, das Breach. Wie dieses Bounce so sich als Aktivslot spielt. Damit hätte es dann halt eine größere Reichweite. Ich probiere es einfach mal so rum. Ich bin mal gespannt, was das für einen Unterschied macht, wenn ich damit nicht zurechtkomme. Werde ich es wieder ändern beim nächsten Terminal. So, jetzt sind wir beim Empty Set. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir angegriffen wurden, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Freie Sitzplätze, 435. Und hier müssen wir jetzt eine Spur finden. Nochmal in ein Terminal. Show im kommenden Monat. Jetzt bleibt nur noch die Finalrunde, um den Hauptact für den nächsten Monat in der heißesten Location von Cloudbank zu ermitteln. Die sensationelle Red. Das sind wir. Gegen Faximile, wie auch immer, den heißesten Act von Downtown. Wer wird sich durchsetzen? Sie entscheiden natürlich. Ich werde für mich selbst stimmen. So sieht's aus. Vielen Dank für Ihre Stimme. Ergebnis. Red 72. Haha. Schön wär's. Sah das echte Ergebnis nicht so aus? Müssen wir das damit sagen? Aber ich glaube, es waren noch irgendwie alte Umfragen oder so. Zumindest nach dem, was er gemeint hatte da. Ein sehr langer Weg. Auch
Außer sie, außer wer? Ein Mikrofon. Darf sie jetzt singen? Das ist die Bühne. Krass. Halte zum Summen. Ach, wie cool. Wir können tatsächlich jetzt... Letzte Nacht. Hey, was nicht cool? Okay, ich glaube, ich gehe gleich zu ihm. Okay, jetzt haben wir gesehen, was passiert ist. Das heißt, jemand hat das Schwert auf sie gezielt, irgend so ein Typ mit grauen Haaren, und dann ist jemand anderes dazwischen gesprungen und hat das Schwert in den Bauch bekommen. Ich dachte nämlich erst, es wäre einfach am Anfang des Spiels, es wäre vielleicht einer von den Angreifern gewesen und sie hätte ihn halt jetzt gerade schon umgebracht und zieht dann eben noch das Schwert raus, aber nein. Das war der gute Herr, glaube ich, dessen Stimme wir auch an diesem Schwert haben. Und ich glaube, das ist auch noch nur noch die einzige Art, wie er momentan lebt. Im Schwert. Denn sein Körper wurde damit durchbohrt. So verstehe ich das jetzt. Und dann haben wir hier eine Dame knien. Ich meine, die hatte man eben auch in diesem Rückblick gesehen. Gucken wir mal, kommen wir mal näher. Hello again, Sybil. You. Sybil. Und sie möchte uns auch gleich angreifen. Ich nehme an, sie möchte zu Ende bringen, was der andere nicht geschafft hat. Sie sieht sehr nach Bossgegnerin aus. 600 Punkte hat sie. Sie ist gegen Crash immun. Ich höre gerade mal, ich muss jetzt mal ein bisschen ausprobieren, was ihr am meisten Schaden macht. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. 400, doch, 480, das macht zusammen mehr. Okay, versuchen wir es erstmal so weit.
Kann ich da noch abhauen? Nein. Sie will mich mit ihrem blöden Schirm aufspießen. So sieht's aus. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Aber wir haben sie gleich. Außer es gibt ein Sibyl 2.0. Au. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, ich kann gerade nicht angreifen. Ja, ich dachte es mir doch. Ich dachte es mir doch. Das war es noch nicht. Sie hat irgendwas gequasselt von wegen, sie wollten uns nur helfen oder was? So glaube ich das nicht. Jetzt erstmal die Kreiser kaputt machen. Ja. Autsch, du sagst es. Das Problem ist, wir haben schon wieder so wenig Lebenspunkte. Okay. Deine Stimme siehst fort. Dafür habe ich andere Leute, die für mich quasseln. B. Ich habe Angst, dir zu nahe zu kommen. Das hat mir, glaube ich, eben nicht gut getan. Nicht an sie ran. Ihr hattet mich, jetzt habt ihr mich aber nicht mehr. Ah. Wie ich immer nur so gerade so überlebe mit einem Punkt wahrscheinlich. Es geht ja voll durch. Wie fies. Wie fies. Ich sag ja, ich überlege nur gerade nur so. Au! Muss halt hören, ja. Kann ich nochmal? Ja. Reicht das? Null. Ja. Das sollte eigentlich. Runde 3. Schade, dass man, im Taktikmodus nicht lesen kann, was sie alles sagt, weil so schnell kann ich jetzt nicht alles erfassen und gleichzeitig den Gegnern ausweichen. Aber ich glaube, sie hat irgendwas von ich habe ihnen gesagt, du seist allein oder sowas gesagt. Erstmal kann ich dich irgendwie kaputt kriegen. Mein Gott, bist du hartnäckig. Was machen wir denn mit dir? X vielleicht? Ach, das ist wie so ein Cheerleader, scheiße. Und Bounce verloren. Und noch ein Cheerleader. Oh, das ist schwierig. Ach, ich bin gerade gegengelaufen. Falsche Richtung, falsche Richtung. Nein, 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 weg da, weg da, weg da. Das sieht gerade echt übel aus. Das kriege ich nicht hin. Das muss ich wahrscheinlich gleich alles neu von vorne machen. Jetzt habe ich nur noch einen Angriff. Ich sterbe. Cheerleader ist auf meiner Seite. Oh, gut. Das war diese eine Funktion. Jetzt ist aber, glaube ich, gerade seine Dings wieder gewechselt. Mist. Notfallschaden.
Oh oh, sie will jemanden zurückhaben. Ich befürchte, ich weiß wen. Kann das sein? Habe ich dir da jemanden geklaut? Willst du vielleicht das Schwert haben? Das kriegst du nicht. Ich sage, ich lebe. Wenn ich überlebe, dann nur mit einem Lebenspunkt irgendwie so. Ja, ich kann halt immer nur die Sparks jetzt machen. Auf wen würde sie warten? Au, au, au. Eins wieder zurück, damit ich da ein bisschen in Deckung gehen kann. Ah, bald haben wir sie. Ich hoffe, das klappt noch. Gehört dir nicht, gehört dir nicht, gehört dir nicht. Ja, ich befürchte, sie spricht von einem Schwert oder einem Typen. Ich habe ihm ihren Typen geklaut. Sie ist erledigt. Ja, was jetzt? Gute Frage. Ich weiß. Ja, ich will sie auch nicht so zurücklassen. Was soll ich denn tun? Ah, okay. Ich kann sie nochmal. Level 4. Okay. Ruft einen Verbündeten herbei. Ermöglicht einmal den meisten Funktionen Zeltspawns zu verhindern. Ist beides gut. Echtzeitbestätigung. Geben Hintertür. Deckt verborgene Hintertüren in ganz Cloudbank auf. Okay, wir haben gerade zwei Sachen bekommen. Und unsere nächste Richtung ist Downtown, wo auch mit Sicherheit schon die Prozesse auf uns warten werden. Und da unten ist hier so ein Speicherpunkt, da gehe ich auch gleich hin. Ich werde gerade hier nochmal meine Runde drehen. Ha. Das ist nämlich hier der Tatort zum Beispiel. Sybil, she, after our run-in, I don't think she ever left. Also, ich denke, das war ja so eine Gruppe von Leuten. Also der eine, der das Schwert geworfen hat, dann die Sybil hatte man im Hintergrund gesehen und da waren ja noch andere. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nach und nach vielleicht auch noch auftreten. Sollen wir noch mal ein bisschen hier zoomen? Ah, ich kann gar nicht mehr zoomen. Ich kann nur springen. Sie zoomt jetzt nicht mehr. Na gut. Bekomme ich ein paar von meinen Fähigkeiten jetzt zurück? Beziehungsweise wir wählen noch ein paar neue aus. Ich will gerade mal gucken, ob wir das... Dürfen wir das schon auswählen? Nein. Das dürfen wir aber wählen. Oder soll ich das wieder auf... Kann ich das wieder auf B legen? Egal. Ah, zurück. Und das will ich mal haben. Das
wieder neu bekommen habe. Okay. Dann haben wir natürlich Upgrades. Die sollten wir auch wieder platzieren. Das macht schon Sinn. Und dann machen wir das mal auch als Upgrade. Kann ich das schon als Upgrade wählen? Nein, kann ich noch nicht als Upgrade wählen. Auch nicht so. Okay. Passt schon. Und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.